Guten Morgen. Gleich sind unsere Brötchen fertig. Das geht natürlich auch in dem Omnia. Sehen die nicht lecker aus? Das sind übrigens keine pappigen Weißmehlbrötchen, das sind Dinkelbrötchen. Ein bisschen muss man ja auch an seinen Körper denken, ne? Und nicht nur ans Vergnügen. So, hier liegen die Eier. Da ist der Bacon in der Pfanne. Beides zusammen passt nicht auf den kleinen Herd. Aber wenn die Brötchen fertig sind, zauber ich uns ein leckeres Spiegelei mit Bacon. Ein bisschen Petersilie drüber streuen. Getrocknet, gebe ich zu. Nun müsste man wieder das Duftfernsehen haben hier. Das Leckerste, was gibt. Jawohl. Frühstück mit Spiegelei und Speck. Ja, Speck für dich, für mich heute ohne. Darf nicht so viel geräuchert ist. Zwischenzeitlich bewacht unser Pepper natürlich den Frühstückstisch, damit hier nicht die Eindringlinge kommen und hier abräumen. Fertig, wir können starten. Der Sonnenanbeter. So ist richtig, so muss man das machen. So wie die Sonne rauskommt. Das ist gesund. Und nicht jeden Strahl Sonne meiden. Das ist völliger Quatsch, solange man aufpasst, dass man keinen Sonnenbrand kriegt. Der heutige Blick auf den Campingtisch. Bayerischer Leberkäse gebraten. Parmesan gehobelt. Parmesan gehobelt. Und Käsebandnudeln. Ah ja. Lecker, lecker. Aus einer Einbrenne, Milch, Petersilie, Salz. Ach, was noch? Ja, Emmentaler. Jo. Und dazu, Dinkelnudeln natürlich. Wir leben ja ein wenig gesund. Gefiltertes Wasser. Ja, genau. Und Senf. Richtig. Jetzt kann es losgehen. Und so sieht das Ganze auf dem Teller aus. Also, ich denke mal, es wird schmecken. Guten Appetit. So, nun wollen wir mal sehen, ob die Kühe uns durchlassen. Wir stehen jetzt direkt vor der Campingplatz-Einfahrt. Guten Abend. Dann muss nur etwas hinter der Schranke hier in Sicherheit warten. Ja, weil der Chef steht da, oder die Chefin. Ja. Wenn die weg ist, können wir da lang schwitzen. Ja. Und da ist der kleine Baby der Mannschaft, da, der kleine Schwarze. Ja, wo ist er? Da, das ist ein kleiner Kerl. Ja. Hahn im Korb. Wo ist er? Da hinten, an der Bushaltestelle. An der Bushaltestelle, ja. Aber da hinten, ja. Der ist süß, der ist sehr niedlich, den könnte ich klauen. Ja. Lass mich den abgesorgt? Bitte? Lass mich den jetzt abgesorgt? Nein, wir warten, bis die Chefin ein Stück rüber geht und dann gehen wir da lang. Ja. Ist das nicht toll? Was ist cool. Geschafft, wir brauchen nur noch hinter dieses Viehrost. Dann können die Kühe nicht hinterher. Und die sind jetzt auch alle abgezogen hier langsam. Da vorne sind sie. Da oben sind zwei ganz mutige Herrschaften, die sich rantrauen. Aber Kühe werden schon langsam aufmerksam. Pepper, zieh nicht, sonst verwackelt das Bild hier. Die wollen wahrscheinlich auch campen. Ja, ich denke mal auch, die wollen campen. Bewegen sich auf die Schranke zu. Na gut, aber wir wollen noch einen Abschlussgang mit Pepper jetzt machen.
Man könnte denken, dass es ein Foto wäre. Aber da, auch das ist ein Gemälde von Ferdinand Waldmüller. Und solche Gemälde von Landschaftsmalern stehen hier auf einigen Staffeleien in der Natur herum. Und was er gemalt hat, das sehen wir hier im Original. Die Berge allerdings, die Spitze der Berge schon oberhalb der Wolken.